Sei dankbar, dass wir dich von den Bäumen geholt haben, Drecksviech. Vielleicht sollte diese Jasmina Kunke einfach des Landes verwiesen werden, bei Sichtkontakt schießen. Menschen wie dich mag man einfach nicht. Halt die Fresse, Jasmina. Jasmina Kunke, Deutsche, geboren in Hagen, Mutter mehrerer Kinder. Eine bundesweit erfolgreiche Comedy-Autorin und Kolumnistin. Pointiert und zugespitzt spricht sie aus, was sie denkt. Auf Twitter folgen ihr mehr als 80.000 Menschen. Meinungsstark und manchmal auch sehr provokant kämpft sie gegen Rassismus. Seit Jahren wird sie deshalb im Netz mit Hass überschüttet. Etwa: Man fragt sich eh, wie sie die Blagen aus dem dürren Junkie-Arsch gedrückt hat. Ich kenne Ochsen und Affen mit mehr Hirn. Sklavenhändler hinbestellen, mitnehmen lassen. Regelrechte Hetzkampagnen von rechts, an denen sich unter Hashtags wie Halt die Fresse Jasmina auch bürgerlich-konservative JournalistInnen beteiligen. Man wird plötzlich zur Fremden gemacht. Ich bin hier geboren, ich leiste meinen Beitrag, so gut ich kann, wie jeder andere auch. Und genauso möchte ich auch behandelt werden. Doch die Bedrohung hat die virtuellen Grenzen längst überschritten. Erstmals möchte sie deshalb offen darüber sprechen. Im Februar ist der Hass plötzlich zu einer realen Gefahr für sie und ihre Familie geworden. Hier war bis vor kurzem ihr Zuhause und das ihrer Kinder. Anderthalb Jahre haben sie hier gewohnt. Gerade hatten sie sich alles schön gemacht. Heute ist die Wohnung leer. Geräumt innerhalb kürzester Zeit. Aus Angst. Im Februar wurde ihnen mit einem Schlag klar, sie müssen hier weg. Der Grund: Rassisten veröffentlichten dieses Video. Gegenüber steht mein PC, in meiner Fantasie tue ich dir weh, du blutest. Ein Video voller rassistischer Beleidigungen, Gewaltfantasien und einer konkreten Todesdrohung. Ich will dich massakrieren. Ich will dich massakrieren. Dann wird ihre Adresse veröffentlicht samt Foto des Hauses. Plötzlich wissen alle, wo sie wohnt. Die Panik und das Gefühl, so ausgeliefert zu sein. Auch dieses Gefühl, wo gehe ich jetzt hin? Also was mache ich jetzt? Auf Twitter wird das Video noch am Abend vielfach geliked und höhnisch kommentiert. Zieht die Quadromilf jetzt um, nachdem ihre Adresse geleakt wurde? Auf einer Skala von 1 bis 10, die Einschläge kommen näher. Wie dumm fühlst du dich gerade, Jasmina? Wann geht's los? Heute noch oder erst morgen? Mir war klar, dass wir wegziehen müssen, dass wir untertauchen müssen, dass wir Schutz brauchen. Und damit wurde ihnen die Möglichkeit gegeben, auch geplant, vor meiner Tür zu stehen. Plötzlich etliche Pizzalieferungen, die die Familie nie bestellt hatte. Mutter und Kinder in Panik, dass gewaltbereite Rassisten vor der Tür stehen. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft es an unserer Tür geklingelt hat. Wir haben die Rollläden runtergelassen, haben versucht, irgendwie ruhig zu bleiben, Hilfe zu bekommen. Hilfe von denen, die sie schützen sollten. Noch am Abend ruft die Familie die Kölner Polizei an. Es folgen laut Protokollen mehr als ein Dutzend Telefonate mit der dringenden Bitte, dass die Polizei zumindest kommt und das Haus einige Zeit beobachtet. Doch nichts davon passiert. Die Polizei habe keine Bedrohungslage gesehen, sagt sie. In den Tagen danach erhält die Familie rassistische Postkarten. Die Botschaft: Wir wissen, wo du wohnst. Wenn man so eine Angst hat wie ich in dem Moment, dann gesagt zu bekommen von den Menschen, die eigentlich einen schützen sollen, dass sie das nicht sehen und nicht wahrnehmen, macht das Ganze eigentlich noch schlimmer. Keine Schutzmaßnahmen? Auf Anfrage wollte sich die Kölner Polizei zu diesen Vorwürfen nicht äußern. Laut Staatsanwaltschaft seien Ermittlungen wegen des Videos eingeleitet. Schon letztes Jahr hatte Kunke den Hinweis bekommen, dass Rechte ihre Adresse suchen würden. Sie erstattete Anzeige. Doch das Verfahren wurde eingestellt, mangels Anfangsverdacht. Seit dieser Zeit unterstützt Felicita Köttler von der Beratungsstelle Rechtsextremismus die Familie. Auch sie habe nach dem Video gefordert, dass die Polizei die Bedrohung anerkennt und Hilfestellung bietet. Wie so oft ohne Erfolg, sagt sie.
Die gängige Praxis ist, dass betroffene Personen schon bei der Anzeigenstellung und auch im laufenden Ermittlungsverfahren nicht ernst genommen werden, dass ihnen nicht zugehört wird, dass nicht selten den Opfern eine Mitschuld gegeben wird. Also, dass es immer wieder dazu kommt, dass gesagt wird, ja, wenn sie sich laut positionieren, wenn sie da aktiv sind, dann ist das ja die Ursache für den rechten Hass und die rechte Bedrohung. Mitschuld der Betroffenen, fehlender Opferschutz. Dabei hatte die Bundesregierung schon vor Jahren dem Hass im Netz den Kampf angesagt. Es folgte das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das Gesetz zur Bekämpfung der Hasskriminalität und zuletzt der Gesetzentwurf zur Strafbarkeit von Feindeslisten. Darin vor allem höhere Strafen und mehr Pflichten für Netzbetreiber. Doch was hilft all das, wenn Ermittlungsbehörden eine Bedrohung nicht anerkennen und Opfer am Ende doch alleine lassen? Für Experten zeigt der Umgang mit dem Fall Kuhnke ein Kernproblem. Es wird immer noch so getan, als ob das Ausrutscher von Einzelnen wären. Es wird nicht gesehen, dass wir Situationen haben, wo geradezu Kampagnen gefahren werden, vor allem auch gegen Frauen. Und deswegen braucht es da ganz klar eine Sensibilisierung, dass wir erkennen, der Schutz dieser Menschen ist nicht irgendetwas, was man auch tun könnte oder eben nicht tun könnte, sondern da geht es um die Kernfrage von Freiheit und von Äußerungsfreiheit überhaupt. Jasmina Kuhnke teilt im Netz durchaus hart aus, nimmt kein Blatt vor den Mund. Damit ist sie nicht allein. Dass gerade sie zur Zielperson von rechten Hasskampagnen geworden ist, ist für sie kein Zufall. Eskaliert sei es, so sagt sie, als etablierte konservative JournalistInnen mit extrem rechten Followern vorangingen und sie zunehmend zur unliebsamen Person erklärten. Ein Phänomen, das Experten immer wieder beobachten. Wenn etablierte Personen vorangehen, fühlen sich die Hater im Recht und alle Hemmschwellen fallen. Die können sich auch vor sich selber rausreden, ich mache ja gar nichts. Ich äußere mich ja nur kritisch. Ich bin nicht dafür das verantwortlich, was mein Schwarm dann eben anrichtet. Und da muss man ganz klar sagen, doch, wer rechtsextreme Accounts in der Followerschaft hat, wer Leute nicht dazu aufruft, auch mal fair zu sein und nicht dagegen vorgeht, wenn der eigene Schwarm eskaliert, der kann auch eine seriöse Medienposition nicht mehr verantwortlich ausfüllen. Wir sind verantwortlich nicht nur für das, was wir schreiben, oder sagen, sondern auch für das, auf wen wir zeigen. Klar gäbe es auch Menschen, die sie im Netz unterstützen, sagt Jasmina Kuhnke. Aber die würden viel zu oft übertönt von den Lautsprechern der rassistischen Hetze. Und was, wenn auch ihre neue Adresse öffentlich wird? Der Preis dafür, sich weiter laut zu äußern, bleibt für Jasmina Kuhnke hoch. Und dennoch. Wenn ich einfach nur Twitter ausmachen müsste, einfach nur meinen Laptop zuklappen und mein Handy ausstellen würde und damit wären rassistische Übergriffe abgestellt. Das wäre schön. Also es ändert einfach nichts und deshalb werde ich mein Verhalten auch nicht ändern. Also es gibt ja keinen Grund für mich, jetzt leise zu sein. Weitermachen. Etwas anderes kommt für Sie nicht in Frage. Um das Feld nicht denen zu überlassen, die sie und andere mit ihren Hetzkampagnen zum Schweigen bringen wollen.